Hallo zusammen, mein Name ist Arbonis Strefi und ich absolviere die Lehre zum Kaufmann. Hallo zusammen, mein Name ist Tamara Marjanovic und ich absolviere die Lehre als Chemielaborantin. Hallo zusammen, ich bin Adrian Goth und ich mache die Lehre als Chemie- und Pharmatechnologe. Hallo zusammen, ich bin Alexander Milic und absolviere die Lehre als Logistiker. Wir zeigen euch, wieso wir Lernenden so wichtig für den Erfolg des Unternehmens sind. Kommt mit! Mit meiner bereits während der Lehrzeit erworbenen Erfahrung bearbeite ich als KV verschiedenste Kundenanfragen oder Aufträge. Unter anderem überprüfe ich, ob die Produkte von uns hergestellt und geliefert werden können, indem ich Aufträge entgegennehme und entsprechend weiterleite. Ich habe vom Chemiker einen Auftrag für eine Produktherstellung bekommen und mache mich nach der Besprechung gerade an die Herstellung. Bei der Herstellung im Labor muss ich mir im Vorfeld viel Gedanken machen. Was für Apparaturen brauche ich, welche Gefahren herrschen und wie die richtige Handhabung ist. Ich kann beispielsweise heizen, kühlen, rühren, Gas einleiten und jetzt gerade sehen wir mich beim Zutropfen. Neben der korrekten Handhabung und der Auseinandersetzung mit dem Produkt lernst du noch so viel mehr während der Ausbildung bei der Merck. Ich überprüfe, wie erfolgreich die Synthese war, indem ich unser Produkt analysiere. Dafür programmiere ich mein Analysegerät und führe verschiedenste Messungen durch. Ein Teil meiner Ausbildung ist es, zu lernen, wie ich meine Resultate richtig auswerte, interpretiere und dokumentiere. Ist die Synthese erfolgreich, so wird der Prozess in die Produktion übernommen. Jetzt, wo es im kleinen Maßstab geklappt hat, stellen wir Chemie- und Pharmatechnologen das Produkt grosstechnisch her. Dabei halten wir uns an unsere Produktionsvorschrift, die uns alle Parameter genau vorgibt. Als CPT musst du verschiedene Chemikalien herstellen und lernst dementsprechend auch alle Anlagen ordnungsgemäß zu bedienen. Sicherheit steht bei unserem Beruf an erster Stelle. Deswegen müssen wir uns auch immer mit der richtigen Schutzausrüstung befassen und kontrollieren, ob die Anlage und die Umgebung sauber ist. Nachdem das Produkt fertiggestellt worden ist, wird es fachgerecht eingelagert. Das eingelagerte Produkt wird ausgelagert und in der Packerei für die Kontrolle bereitgestellt. Mit diesem Auftrag erkenne ich, aus welchem Standort und welche Menge ich auslagern muss. Meine Aufgabe ist es, das gewünschte Produkt transportsicher zu verpacken. Wobei ich auf verschiedene Sachen achten muss. Einerseits ist das Produkt gefahrengut oder harmlos. Andererseits welche Grösse benutze ich vom Karton. Und auch was für Labels auf den Karton draufkommen. Nachdem ich das Produkt fachgerecht verpackt habe, wird das für den Transport vorbereitet. Die fertiggestellten Paletten werden sortiert und im LKW verladen. Als Logistiklernende besuchen wir jede einzelne Abteilung von Warenannahme bis zum Warenausgang und lernen dabei unseren Bereich sehr gut kennen. Egal ob im Büro, im Labor, in der Produktion oder im Lager, jeder von uns trägt einen grossen Teil zum Erfolg des Unternehmens bei. Und genau das ist der Grund, warum wir alle sehr geschätzt werden. Kannst du dir eine Ausbildung bei der Merck vorstellen? Dann bewirb dich jetzt und werde ein Teil von etwas Grossem.